Gyrospfanne mit Bärlauch-Tzatziki. So lecker und in nur 15 Minuten fertig. So geht's. Du schneidest einmal zwei kleine Spitzpaprika in dünne Streifen und eine Zwiebel in dünne Streifen. Für das Tzatziki reibst du einmal eine Drittel Gurke klein und presst das Wasser aus der Gurke etwas heraus, damit das Tzatziki nicht so dünnflüssig wird. Und dann griechischen Joghurt dazugeben, etwas Pfeffer. Salz ist schon in der Bärlauchpaste drin. Davon nehmen wir jetzt zwei Teelöffel. Und einen Spritzer Zitrone, das Ganze einmal schön durchrühren und kalt stellen. In einer Pfanne erhitzt du dann etwas Öl, gibst Hähnchengeschnetzeltes oder Schweinegeschnetzeltes hinein. Jetzt mit ordentlich Gyros-Gewürz würzen, dann ein paar Minuten anbraten lassen und die Paprika und die Zwiebelstreifen dazugeben. Das Ganze ein paar Minuten weiterbraten lassen. Dann habe ich gleich Expressreis in der Mikrowelle warm gemacht, mit in die Pfanne gegeben, noch ein kleines bisschen Salz dazu gegeben, aber Achtung, nicht zu viel, denn in der Gyros-Würzmischung ist schon jede Menge Salz drin. Jetzt noch das kalte Bärlauch-Tzatziki und noch etwas Bärlauchpaste auf die Gyros-Reispfanne geben und schmecken lassen.